sagt, wenn man stirbt, spielt sich das Leben noch einmal vor dem inneren Auge ab. Kein Schmerz, keine Angst. Über meinen Tod habe ich mir noch nie wirklich Gedanken gemacht. Hebt mich für unsterblich. Scheiße. Würde ich alles genauso machen? Ist das jetzt noch wichtig? Ach, scheiß drauf. Junge, nur wer groß denkt, kann Großes erreichen. Bah, genau das hatte mein Vater immer zu mir gesagt. Nur studierte Leute sind gemachte Leute, hat er erklärt. Ha, nein, ich war schon immer ein Macher. Ob der Alte recht hatte? Mag sein. Für mich jedenfalls nicht. Ich wollte einfach nur frei sein, mein eigenes Geld verdienen, mein eigenes Leben leben. Im Nachhinein kann ich nicht einmal sagen, ob ich jemals frei gewesen bin. Sie ist mit Abstand das Beste, das mir je passiert ist. Sie hat diese innere Ruhe, diese Ausgeglichenheit, um die ich sie so sehr beneide. Wie oft sie schon beide Augen zugedrückt hat, wenn ich abends ein Glas zu viel hatte oder mal wieder heiß im Kopf in Arbeit steckte. Immer wenn sie wütend wird, bekommt sie eine rote Nasenspitze. Oh mein Gott, wie ich ihre Nasenspitze liebe. Wie oft ich sie schon im Stich gelassen habe. Wie oft sie für mich da war. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen. Bei der Arbeit macht mir keiner etwas vor. Diese Schnöse sitzen auf ihren dicken Hintern und hören mir zu, als ob ich ihnen das Geheimnis des ewigen Lebens verraten würde. Reden konnte ich schon immer gut. Die Leute überzeugen oder gar manipulieren. Kein Problem. Eigenschaften, die auch mein Chef früher kannte. Ich kletterte die Karriereleiter schneller hinauf als ein Affe auf einen Baum. 60 Stunden die Woche und das ohne den Samstag dazu zu rechnen, wohlgemerkt. Die großen Bosse kamen in mein Büro, um sich von mir beraten zu lassen, wenn sie sich irgendwelche neuen Pläne ausgedacht hatten. Ich wickle jeden Kunden in meinen Finger. Ich bin ein verdammtes Genie. Anna zeigte so oft Verständnis, wenn ich mir wieder einmal die Nacht um die Ohren schlug. Meine Anna. Sie steckte immer wieder zurück. Ich weiß ja, dass es dir Spaß macht und dass du das brauchst, sagte sie immer wieder. Braucht dich das wirklich? Und wenn ja, zu welchem Preis? Über Kinder hatte ich nie wirklich nachgedacht. Anna schon. Sie liebte diesen kleinen Scheißer. Und ich? Naja, mir machen Kinder ein wenig Angst. Mein Vater hatte kaum Zeit für mich, da wie ich sehr viel arbeitete. Mein ganzes Leben war ich auf der Suche. Nur nach was? Was, wenn so ein kleiner Racker das Ziel meiner Suche ist? Schneider, hallo? Ja. Okay, wunderbar. Wiederhören. Thank you.
Jeder Tag, jede Minute, nein, sogar jede einzelne Sekunde ist entscheidend darüber, wie dein Leben verläuft. Man sollte viel öfter mit geschlossenen Augen auf einer Wiese liegen, den Wind in den Haaren spüren. Man sollte viel mehr Zeit mit den Menschen verbringen, die man liebt. Man sollte sich nicht am Ende fragen müssen, ob es die Dinge, die man getan hat, wert waren. Jeder Augenblick ist ein Geschenk. Es liegt an einem selbst, wie man seine Zeit nutzt. Ich dachte, man liebe so unendlich viel Zeit. Nun weiß ich, dass nichts endlos ist. Lebe wach und aktiv. So gibst du deiner Zeit Leben.